Deswegen haben wir das, was ich hier einmal die Vertrauensfrage nennen möchte, auch in den Mittelpunkt der Veranstaltung gestellt. Also wir machen heute einen Kongress zum Thema Verbraucherschutz bei Finanzprodukten. Da ist sehr viel Vertrauen verloren gegangen und da herrscht eine jede Menge Unsicherheit bei den Verbrauchern. Und wir wollen beim heutigen Kongress darauf hinarbeiten, dass wir Transparenz vermitteln können, dass wir Informationen vermitteln können. Und dass wir damit das Vertrauen derjenigen zurückgewinnen, die eben bei der Finanzkrise Schaden genommen haben und die erschüttert sind, was mit ihren jeweiligen Anlagen passiert ist, die zum Teil große Verluste erlitten haben und die in Sorge sind. Kollege Schäffler und ich haben dafür ein Thesenpapier entwickelt. Dieses Thesenpapier werden wir vorstellen und werden wir dann heute Nachmittag konsequent abarbeiten. Wir haben sehr qualifizierte Referenten für dieses Thema gewonnen, zum Beispiel Herrn Baum, unseren ehemaligen Innenminister, und auch Herrn Billen von der Verbraucherzentrale, aber auch andere Persönlichkeiten aus dem Bankenbereich und aus dem Verbraucherbereich. Ich freue mich, dass dieser Kongress eine überragende Resonanz gefunden hat. Wir hatten über 200 Anmeldungen. Aber ganz besonders wichtig ist natürlich, dass wir Informationen geben, dass wir Transparenz herstellen, dass wir einheitliche Mindeststandards haben, dass wir einen TÜV entwickeln und dass wir vor allen Dingen auch die Verbraucherzentralen in der Informationsmöglichkeit, die sie den Kunden, den Verbrauchern geben können, dass wir die darin stärken. Diese Position verfolgen wir seit vielen Jahren und darin werden wir heute weiterarbeiten.